Ja, hallo, mein Name ist Gabriel Nissing. Ich arbeite bei der RWZ als Vorführfahrer. Und wir sind hier heute hier auf diesem Schlag, wo Zwiebeln zuvor standen. Hier wurde schon einmal Tiefen gelockert. Und wir wollen hier heute Greening aussehen mit dem Güttler Supermax Kulti. Wir haben in dem Fall eine MF 6718 davor, also mit standardmäßig 180 PS, aber mit Boost auf 200, also der größte Vierzylinder. Der ist halt dementsprechend sehr wendig. Die PS-Zahl reicht vollkommen. Wir müssen ihn nur gut ballastieren, weil wir in diesem Fall bei dem Güttler Supermax auch das Nachsaatgerät drauf haben mit 410 Liter. Ja, der Güttler ist ausgestattet vorne mit einem Ripperboard zur Einebnung und wenn wir jetzt zum Beispiel Stoppelbearbeitung machen, auch die Strohreste ordentlich zu verteilen. Dann haben wir die ganz normalen Zinken. Der Grubber hat 5 Zinken rein. Jetzt sind die ganz normalen Federzinken drauf verbaut. Es gäbe aber auch Gänsefußschare für die Stoppelbearbeitung und Unkrautbehandlung. Danach kommt eine Einebnungseinheit, dass wir halt ein ordentliches Saatbett haben. Dann haben wir eine Synthetikwalze dahinter, die ist dementsprechend leicht. Die hat 45 cm Durchmesser und in diesem Fall haben wir danach noch einen Striegel, der dann für die Unkrautbekämpfung das Unkraut wieder hochholen soll, dass es austrocknet. Den Grubber gibt es grundsätzlich halt in mehreren Varianten. Hier haben wir halt jetzt den Kulti mit dem Nachsaatgerät mit 410 Liter. Wir haben vor der Walze die Saatgutverteilung mit mehreren Pralltrellern. Grundsätzlich ist der Grubber halt für die Stoppelbearbeitung und für Saatbildbereitung. Dafür eignet er sich besonders gut, er ist sehr leichtzügig und man kommt hier auch mit weniger PS wie 180 klar.